Ein herzliches Willkommen unter Lothar und Wattbaut. Oh, mein Mantel hat einfach keine Lust mehr gehabt, hier zu fliegen. Gar nicht gut. So Leute, wir sind natürlich in Batman Arkham City. Wir sind immer noch der dunkle Rächer und wir versuchen unser Bestes hier gerade Gotham zu einem sicheren Platz zu machen. Obwohl Gotham ist da hinten und dem scheint es gut zu gehen. Moment, Tower hier. Nun gut Leute, beim letzten Mal haben wir hier die Störsignale ausgeschaltet, mit der uns hier der Pinguin verhindern wollte, dass wir in das sein Gebäude reinkommen. Dazu haben wir noch einen Venom-Behälter kaputt gemacht und wenn ich das jetzt so sehe, jetzt fehlen uns noch 1, 2, 3 Behälter, also die Hälfte haben wir schon mal kaputt gemacht und Training. Angriff findet statt. Wunderbar. Haben wir gerade leider zu viel zu tun, hier kommen wir eh noch nicht rein, also können wir da eh noch nichts machen. Arkham City Eingangskontrolle. Nee. Wir suchen jetzt erstmal hier etwas ab, denn hier haben wir etwas von einem Mordfall gehört, von dem keiner weiß, was genau geht. Schauen wir uns mal die Sache genauer an. Bin ich hier richtig? Nö. Okay, für mich sah der eigentlich ziemlich tot aus, aber na gut. Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Folge der Blutspur und sammle weitere Informationen. Okay, also, ein Identitätsdieb. Immer schöner. Arkham, ein Ort, wo es wirklich nur die nettesten und freundlichsten Menschen gibt. Hallo. Wer ist es? Ich gehe schon zu euch runter, keine Sorge. Wartet, komm, mach den doch. Mach das hier nicht kaputt, Short. Schade, ich dachte irgendwie, der schießt dann irgendwie Elektrostrahlen auf meine Gegner und vernichtet sie. Alter, was sind das? Tigerwachen. Das läuft der Weg. Ah! Unser Ziel kommt gerade auf. Alter, was habe ich eigentlich scheiß Tigerwachen getan? Keinen Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Das müssen wir uns beeilen, Mann. Das ist so madig, Mann. Wir müssen unbedingt das Upgrade uns holen. Es gibt nämlich, dass man Waffen zerstören kann. Und das ist echt ein wichtiges Upgrade. Immerhin schießen sie so langsam. Ist das nicht Widerstand gegen die Staatsgewalt? Scheiß drauf. Mann, komm. Bam! Mehrere Insassen wurden ausgeschaltet, Batman lebt. So sieht's aus, Mann. Penner. Wir haben jetzt Probleme mit der Stabilisierung. Oh. Sich Kontakt mit Batman. Strange, Mann. Ich schieß auch nicht mehr mit dem G auf dich, Mann. Muss doch irgendwo Fairness haben, oder? So, wir waren eigentlich irgendwie dabei, Blutspur zu folgen. Ich glaube, hier geht's lang. Aber einfach Tigerwachen und hier die Typen. Haben Kontakt mit Batman verloren. Schaut sie mich an? Die Fledermaus. Oh, ihr schaut sie mich an. Was macht der da hinten, Mann? Warte mal. Der verwirrt mich irgendwie. Ah, der hat einfach aufgegeben. Das ist mir sympathisch. Au. Ihr seht, oh, mein Bein ist aufgeschürft.
Batman gesichtet. So, da sind wieder schwer bewaffnete Typen. So, bitte spürt unsere Spur nicht hier wieder ins Pinguingebiet, Mann. Das sind so viel bewaffnete. So, ich glaube, hier endet unsere Spur. Ich wiederhole, wir konnten Batman lokalisieren. Warum hast du ihn umgebracht? Ich war das nicht. Ich bin kein Killer. Ich bin ein verdammter Klempner. Du musst mir glauben. Ich muss gar nichts glauben. Sag mir, was du gesehen hast. Da war dieser Kerl. Er hat dort eine Leiche hingelegt. Er sah seltsam aus. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Er sah aus wie Bruce Wayne. Was? Ich weiß, jemand muss ihn erwischt haben. Er hatte überall Schnittwunden und blaue Flecken, aber er war es ganz sicher. Das arme Schwein trägt bestimmt sowas wie eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ihn hat sicher so gut wie jeder in Arkham angegriffen. Es könnte noch mehr Opfer des Identitätsdiebs in Arkham City geben. Ich sollte die Augen offen halten. Und auch noch ein Anruf, Mann. Wo sind wir hier reingerannt, Mann? Nur Ärger, Terror, Identenstealer, Bruce Wayne wurde getötet. Oh. Mein Telefon, Batman. Sonst ritze ich mir das, was diesen Mann ausmachte, in die Haut. Okay. Oh, das muss immer auf der anderen Seite der Stadt sein, Mann. Die verdammte Telefone, Mann. Sis! Schwein, 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 Schwein. Komm, jetzt müssen wir ein bisschen Gummi geben. Der ist schön, Mann. So, da hinten rufen die Leute schon wieder nach Batman, Batman. Aber Batman ist im Stress. Batman hat nur noch 1 Minute 42, um einmal um die Stadt zu kommen. Das ist so nervig, weil ich muss halt immer einmal um dieses riesige Gebäude hier rum, Mann. So, aufpassen. Oh, Leute, Mann, das könnte knapp werden. Aber der war schön. Oh, Leute, eine Minute, das könnte knapp werden, Mann. Sassy, sassy. Könnte unser erster Tod werden, ne? Komm. Da, genau. Gib Gummibett! Zeig, dass du nicht nur eine Fledermaus bist. Eigentlich ein Adler. Eigentlich warst du, weiß nicht, Eagleman. Ich hör's, ich hör's, ich hör's! Ich seh's noch nicht! Nein! Geh nach oben! Geh nach oben! Wo ist denn das Kacktelefon? Scheiß Wünschensprecher! Wieso hast du kein Handy, Sass? Die Iceberg Lounge war gefüllt mit dem ekelerregendsten Fleisch der Menschheit. Hier konnte man alles bekommen. Vorausgesetzt natürlich, man hatte das Geld. Am Anfang sah es so aus, als würde ich gewinnen. Ich hatte gute Karten und schnell spielte ich am Tisch des Eigentümers. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich gewinnen könnte, dass er fair spielen würde. Ich sah mich am Tisch um, sah die Leute, gegen die ich spielte. Profispieler, Kriminelle, Prinzen und der abstoßende Zwerg, dem der Laden gehörte. Einer nach dem anderen stiegen sie aus. Die Pokerchips türmten sich und es hieß er gegen mich. Da, ich glaube, irgendwie hat der Pinguin dann gewonnen. So, das war gut. Jetzt muss ich aber einmal noch um den ganzen Stopp wieder fahren. Was ist da? Angriffsstelle. Stoppe willkürliche Gewaltakte im Gotham. Könnten wir machen, weil da müssen wir jetzt eh lang. So. Aber wir sind ja eh hier. Warte mal. Speed Batman, Mann. Also, es ist echt. Also, ich weiß noch, das erste Mal, als ich dieses Fliegen hatte. Es ist halt schön, dass es. Also. Dass es halt nicht einfach ist, okay, du bist Superman, Mann. Du kannst durch die Gegend fliegen. Man ist wirklich träge. Man ist nicht unbedingt schnell. Aber. Man schafft es eben trotzdem, sich gut fortzubewegen. Und mit ein bisschen Geschick kann man hier halt locker einmal um die ganze Stadt fliegen. Das ist halt einfach geil. Das macht einfach Spaß. So. Weil es benötigt aber auch nicht so viel Geschick, dass es jetzt wirklich anstrengend ist, Mann. Und es sieht dazu halt noch fantastisch aus, Mann. Ihr seht überall der Schnee, der einem hier in den Ohren zieht. Überall Werbung hier von Gott und was weiß ich. Das sieht einfach geil aus. Kann man nichts dagegen sagen. So.
Doppel willkürliche Gewalt. Hier. Ach Scheiße. Joker soll Freeze-Sex zu. So lange liegt er. So, die habe ich gar nicht gesehen. So, den politischen Gefangenen haben wir gerettet. Das ist uns nix. Das ist das IR-Training, das interessiert mich auch nicht. Jetzt gehen wir dahin. So. Immer noch die Männer des Jokers hier. Am Kampf-Helis. Wir haben Batman gesichtet. Oh oh. Schnell weg! Ja, Leute, Batman gegen Solomon Grundy und Crocs kann er ausschalten. Aber gegen Kampf-Helis, glaube ich, sieht es auch für ihn schlecht aus. Aber das soll jetzt uns erstmal wurscht sein. So, wo geht's denn hin? Inzwischen käme ich mich hier doch aus, Mann. Wir segeln ja schon zum 20. Mal hier vorbei an dieser blöden Eisberglausch. Hallo? So. Bam. So. Servus, ich bin Spatzi. So sieht's aus. Oh, 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 sehr gut. Deswegen mag ich den Elektroschocker echt gerne. Weil man da halt wirklich immer die Gegner schön ihre Waffen berauben kann. So. Oh, was mache ich denn da? Alter, Mann! Dieses dumme Licht, Mann! Dann scheint auch bei mir die Sonne noch rein, Mann, dann wird es noch heller, Mann. So hell kenne ich das Spiel nicht. So, mein, das ist direkt schwer kaputt, Mann. Alter, was war das? Ich tritt nicht den Rückzug an, Mann, ich bin voll mit dabei. Komm. Ich will es mal testen. Der letzte. Kein Bock mehr. Kick ihn runter, Mann. Oh. Nein, dachte ich vom Joker verfügbar. Hallo, Joker. Oh, nö. Ach, so eine Nachricht. Dachte er. Sie haben einen verpassten Anruf. Ach Leute, den Anruf will ich lieber nicht annehmen. Ich will nicht wissen, was der Joker mit mir vorhat. So, ich möchte lieber hier endlich den verdammten Pinguin shoppen. Ja, jetzt trägt es uns wieder da aus. Aber das war's jetzt mit deinen dummen Störsendern. Dinosaurier. Ich hätte darauf wetten können, dass das Passwort Pinguin ist. Das haben wir echt das Schreck, Mann. Nett, Mann. Echt nett, Mann. Cooler Abschnitt. Okay. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Fahrt zur Hölle. Ich sagte, dass ich euch nichts ver... Vorsicht! Ah, Schwert. Und, ah, Schwert hat der auch noch. So müssen wir das dann machen. So. Dir geht's gut, oder? Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann. Wie war der? D.
Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Mir mal, dass sie noch leben. Neue Rekruten. Oh, wow, wow. Können wir gleich nochmal ein bisschen zusätzliche Panzerung holen. Aber wir holen jetzt erstmal den Schoppelnangriff. Und wenn ich jetzt Glück habe, verstärkt der Gleitangriff genauer, dann können wir die Leute endlich ausnocken, wenn wir sie uns, wenn wir auf sie runterschießen. Ein ferngesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. So. Ferngesteuerter Batarang. Wo ist deine Öffnung? Liebe Leute, ich berücht. Ach so, da oben, oder? So. Oh! Ah ja, wir sind ja wieder in der lustigen invertierten Steuerung. Nö. Für mich ist. Ich habe es im ersten Batman schon mal erwähnt, Mann. Das ist, wenn ich nach oben drücke. Ey, krieg's nicht hin, Mann. So, so, so. Wo ist der Schalter? Da. Bam. So, jetzt habe ich meine Steuerung ganz kaputt gemacht. So, Bettsteuerung umkehr, Flugsteuerung umkehr. Nein. So, jetzt kann man spielen. Genau. Irgendwie nicht. Egal, das ist wurscht. Brauchen wir nicht so oft. So, okay, also Polizisten retten und dann uns den Pinguin schnappen. Doch bevor wir jetzt diese liebe nette freundliche Person treffen. Machen wir erstmal einen kleinen Cut und ich würde sagen, dann beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Batman Arkham City. Bis zum nächsten Mal dann, auf Wiedersehen, ciao.